Julian Assange ist frei. Am Morgen des 24. Juni konnte er das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London verlassen, nachdem eine Kaution gezahlt wurde und er zugestimmt hatte, sich der Anklage wegen Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig zu bekennen. Vor seiner Freilassung verbrachte Assange 1901 Tage in dem berüchtigten Gefängnis. Über fünf Jahre lang verbrachte er täglich 23 Stunden in einer winzigen Zelle von nur 2 mal 3 Metern. Nun ist er auf dem Weg nach Australien, wo er bald seine Frau Stella und seine Kinder wiedersehen wird. Julian Assange ist frei. Er verließ das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh am Morgen des 24. Juni, nachdem er dort 1.901 Tage verbracht hatte. Das oberste Gericht in London gewährte ihm eine Kaution und wurde am Nachmittag am Flughafen Starnstedt freigelassen, wo er ein Flugzeug bestieg und das Vereinigte Königreich verließ, verlautbarte Wikileaks am Dienstag in den Morgenstunden. Berichten zufolge erzielten seine Anwälte nach Verhandlungen mit dem US-Justizministerium, eine Einigung, wonach er sich in den ihm angelasteten Spionagevorwürfen teils schuldig bekennt und ihm im Gegenzug eine weitere Haft in den USA erspart bleibt. Dieses Schuldbekenntnis soll er am Mittwoch vor einem Bundesgericht auf den Marianeninseln einer Inselgruppe im Westpazifik ablegen. Die Inselgruppe steht unter Hoheitsgewalt der USA. Laut Absprache soll er zu fünf Jahren Haft verurteilt werden, die mit seinen fünf Jahren Haft in Großbritannien als verbüßt gelten werden. Danach wird er in seine australische Heimat weiterreisen. Mit seiner Freilassung ging für Assange ein jahrelanges Martyrium zu Ende. Fünf Jahre lang musste er wie ein verurteilter gefährlicher Schwerverbrecher 23 Stunden am Tag in einer 2x3 Meter kleinen Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bei London verbringen. Und täglich bangen, an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm bis zu 175 Jahre Haft drohten. Zuvor verbrachte er sieben Jahre in der äquadorianischen Botschaft in London. Zu Schulden kommen lassen hatte er sich nichts. Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden hatten sich als haltlos erwiesen und als Journalist hatte er Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und dem Irak aufgedeckt. Verbrechen, die für die USA wie immer ohne Folgen blieben. Doch die Rache der Großmacht sollte ihn viele Jahre seines Lebens und seiner Gesundheit kosten.